Willkommen auf der Mobile World Congress 2013. Wir haben hier das brandneue Samsung Galaxy Grand. Hier haben wir ein 5 Zoll Display, kein Full HD Display. Und ihr könnt auch gleich sehen, im Vergleich zum Samsung Galaxy S3 ist es eigentlich nicht viel größer. Hat allerdings hier Dual SIM sogar mit dabei. Und es gibt es nicht nur in Weiß, sondern wird es auch in Dunkelblau geben natürlich. Und schauen wir uns das Gerät mal kurz von außen an. Wir haben hier natürlich eine Kamera integriert. Ein wirklich schönes Design, wie immer bei Samsung. Allerdings fühlt es sich recht dick an, sogar würde ich jetzt mal sagen. Wir haben hier einen Lautsprecherregler. Auf der Rückseite haben wir Kamera, Blitz und zwei Lautsprecher. Und auf dieser Seite haben wir hier außerdem noch einen An- und Ausschalter. Die Rückseite könnten wir hier komplett abmachen. Machen wir auch kurz und dann könnt ihr hier kurz reingucken. Da haben wir einen SIM-Kartenleser und einen Akku, der 2100 mAh hat, also genauso wie beim Samsung Galaxy S3. Und hier ganz unten ist nochmal der andere SIM-Karten-Slot und MicroSD befindet sich hoffentlich mal unter Makro, weil ansonsten sehe ich hier nirgendwo die Möglichkeit, da noch ein MicroSD anzufügen. Ansonsten oben haben wir noch einen Kopfhöreranschluss. Und an der Unterseite haben wir noch Micro-USB, wo natürlich gerade die Security dran ist, hier am Stand. Und ansonsten seht ihr hier, wir haben wirklich ein sehr schönes Android installiert, Android 4.2. Und was ich sehr interessant fand, auf beiden Geräten haben wir jetzt die maximale Helligkeit. Und ihr könnt eindeutig erkennen, dass beim Grand entweder das Bild heller, also heller ist, beziehungsweise es kommt mir heller vor und die Farben sind auch noch ein bisschen anders eigentlich auf dem Grand. Ansonsten, es wird bald auf den Markt kommen, vor allem in Schwellenländern, denke ich mal, mit Dual-SIM. In Deutschland ist das noch nicht sicher, ob es dann hier auch damit kommt, aber mit Android 4.1.2 gerade ist es eigentlich völlig okay. Wobei, wie gesagt, die Display-Auflösung nicht ganz so hell ist. Mein Name ist Balaschka, das war das brandneue Samsung Galaxy Grand hier auf der Mobile World Congress 2013 mit einem 5 Zoll Display, günstigen Preis wahrscheinlich, wenn es auf den Markt kommt. Bis zum nächsten Mal.